Face. Aus jahrelanger Freundschaft wurde mehr. Die gemeinsame Leidenschaft für Musik schweißte uns Jungs von D-Face enger zusammen. Harte Gitarrenriffs sowie schnelle Punkmusik und tiefsinnige Texte aus dem Herzen der Schwäbischen Alb sorgen stets für nass geschwitzte Händen und Höschen. Hochgenuss für Ohren und Augen, denn es erwarten euch die 5 knackigsten Schwaben. In welchem Alter ist ein Schwabe am knackigsten? In unserem. Zeitlos. Jedes Alter knackt. Erzähl uns ein Geheimnis. Keine Ahnung, was erzählt man da? Da fällt mir jetzt tatsächlich so nichts ein. So schlagfertig bin ich nicht. Auf wie vielen Represent-Festivals warst du schon? 2 oder 3? Zwischen 2 und 5 auf jeden Fall. Das wünschen wir uns zum Catering. Chili sin carne. Was glutenfrei ist, sonst kann ich wieder gar nichts essen. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Liebste Nebenbeschäftigung während des Lockdowns? Ich habe mir 2 Katzen angeschafft. Rausgehen? Konnte die dann tagtäglich streicheln. Fahrradfahren vielleicht? Ein No-Go bei einem Auftritt? Schlechte Laune wegen falsche Töne. Keinen Spaß zu haben. Hast du die Position in deiner Band schon einmal ausgenutzt? Ja. Ich wüsste nicht, wie ich meine Position als Trompeter ausnutzen könnte. Schon mal darüber nachgedacht, das Bandlogo zu tätowieren? Vor langer Zeit, auch verbunden mit grenzenloser Selbstüberschätzung, als man noch so in den Anfängen. Ich habe generell wenig Bock, mich selber zu tätowieren, von dem her kam die Überlegung noch nicht auf. Was hält dich davon ab? Keine Ahnung, irgendwie, ich hab Angst vorm Schmerz. Lies uns die letzte Nachricht auf deinem Smartphone vor. Könnte interessant werden, da, wie du weißt, ich heute Geburtstag habe. Also am Cola oder am Büro. Lachender Smiley. Die meine ich. Die Insel Greta geht bald baden, in der Kiste. Ohne dich.